Hammer wendet sich dir zu. Stimmt das, was mein Sohn sagt? Er will Schmelztiegelritter werden und ich dachte, ich könnte ihm die ersten Schritte auf dem Weg zu einem ehrenwerten Beruf machen lassen. Ganz recht, und was hast du jetzt dagegen? Ich habe diesen Knaben noch nie zuvor gesehen. Nehmen wir mal das Erste. Er schaut euch einen Augenblick an und schüttelt dann den Kopf. Nun, ich heiße es weiter nicht gut, dass mein Junge eine Waffe hat, aber ich bin froh, dass er kein Dieb ist. Du kannst die Klinge behalten, aber ich bewahre sie für dich auf, bis du knappe bei den Rittern bist. Komm, Gordy, du kannst nicht den ganzen Tag hier draußen rumlungern. Oh, diplomatisch bin ich jetzt auch zwei. Rational, ehrlich, wohltätig. Ich hätte auch einfach ja sagen können. So. Hat uns das mit dem Jungen also nochmal eingeholt. So, eine Runde schlafen, dann tauschen wir Kanna gegen Sagani, schicken Sagani auf die Quest. Und dann sehen wir weiter. Warum stehen hier Geister? Liliana. Oh. Das sind die. Hey. Jungs, die ich auf dem Gewissen habe von der Brücke gerade vorhin. Seele erkunden. Ja, das will ich eigentlich nicht alles lesen. Ja, das sind die. Das sind die Vergessenen von der Brücke. Warum auch immer die jetzt als Geister hier rumwuseln. Greetings. Ein Zimmer für mich. Athletik, Mechanik. So, Kanna. How do you do? Ah, auf Wiedersehen. Das heißt, Kanna steht wieder frei. Welcome. Ja, Zimmer. Gruppenzuteilung. Sagani, du musst mal für eine Weile weg, dass Kanna wieder hinkommt. So. Kanna kriegt sein Level ab. Überleben wäre mal nicht schlecht bei ihm. Also Athletik und Überleben. Wissen hat er nämlich schon hoch genug. Verringert die Genauigkeit von einem von Feinden. Sind das jetzt gerade. Das sind Phrasen, also Lieder. Das klingt gut. Ja, das klingt sehr gut. Eine Frostfalle. Ach nee, halt, Phrasen sind Marsch der Camor, Gesang. Ah, er hat seinen Marsch der Camor wieder zurück. Ah, Frost. Bewegungsrat ermöglicht, wodurch die seinen Bonus auf Tapferkeit und Willen erhalten. Dann fliegt das mal raus. Dafür kommt das hier rein. So. Und genau den singst du auch. Ja. So. Sagani. Schicken wir mal los. Wie lange brauchst du noch? Ein Tag. Genau. You must gather your party before venturing forth.
Wenigstens hat der Erzähler nicht so, der Anmerker nicht so eine nervige Stimme wie der in Baldur's Gate. Wobei es der genau derselbe Satz ist, was eher nostalgisch ist. You must gather your party before venturing forth. So. Katakomben. Nein, nicht pausieren. Geschwindigkeit. 46 Tage lang geht unsere Reise schon. Geizkragen. Nein, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Ich will erstmal hier runter. So, da war der Kultist. So, hier gibt es garantiert, ja, hier gibt es noch zwei Fallen, die ich entschärfen kann. Wir müssen eh da lang, weil hier ist der Weg runter in den Tempel. Alles andere hier haben wir erkundet, ja. Hier die modrigen Höhlen, da waren die Grüfte. Da hat sich der andere Typ versteckt. Ah. So. Mhm. Wir entschärfen jetzt erstmal diese Fallen für Erfahrungspunkte. Finished. Ich kann die immer noch nicht entschärfen. Finished. Nein, kann ich nicht. Was für eine miese Cheaterei. Ja. Na dann gehen wir mal hier runter. Bin ich mal gespannt, wie wir jetzt begrüßt werden. Neue Karte entdeckt, Tempel von Hoidika. Wow. Heilige. Vor dir zeichnet sich das geisterhafte, hohle Bild des Mannes ab, der bei deiner Erweckung anwesend war. Es wirft ein blasses, feines Licht in den dunklen Korridor. Er begutachtet dich. You are from Kratom, my boy. Mein Junge, bist du aus Kratom? Seine Worte sind das Echo einer lange vergangenen Zeit in deinem Geist und du kennst die Antwort, bevor du sie aussprichst, als hätte sie schon immer existiert. Ja, ich bin dort geboren. Ich habe vor Jahren dort gelebt. A remarkable city. Truly one of the most impressive we have encountered outside of our own. Eine bemerkens- Many exceptional people who have joined our cause come from Kratom. Eine bemerkenswerte Stadt. Wahrlich eine der eindrucksvollsten, die wir bisher außerhalb unserer eigenen gesehen haben. Viele außergewöhnliche Leute, die in unserer Sache beigetreten sind, kommen aus Kratom. What made you decide to join our order? Was hat dich dazu veranlasst, unserem Orden beizutreten? Eure Lehren haben mich angesprochen, die Welt musste über die wahren Götter erfahren. Die Götter waren gut zu mir und ich möchte sie ihnen zurückzahlen. Ich bin durch dunkle Zeiten gegangen, nichts machte Sinn, alles änderte sich, als euer Orden in meine Heimat kam. Ich sah, wie die Götter eurem Orden Wunder gewährten. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher. Die Welt muss über die wahren Götter erfahren. Remember never to be discouraged by those who cling to their beliefs. They are worthy of our pity. Not our scorn. Denk daran, dich nie vor denen entmutigen zu lassen, die an ihrem Glauben festhalten. Sie verdienen unser Mitleid, nicht unseren Hohn. Are you ready to take the oath?
to spread the word of the gods to the lost and heathen. Bist du bereit, den Eid abzulegen, das Wort der Götter an die Verlorenen und Heiden zu verkünden? Bereit, nur. Okay. Noch eine Runde, dann können wir Sagani auf diese Mission schicken. Ich denke mal, die eine Runde dürften wir unten noch hinkriegen. Und das war gerade. Bisschen arg heftig. Diese Mauer sieht steady. Does it. Interessant aus. Genau. Kann ich die Falle entschärfen? Nein, kann ich nicht. Kann ich die Falle entschärfen? Jo, die konnte ich entschärfen. Du glaubst an diesen Schädel leises Flüstern zu hören, kannst aber die Worte nicht verstehen. Hüftgurt des sterblichen Schutzes. Oh, das ist was für Edda. Okay. Ich habe übrigens noch den Umhang hier. Gewandtheit athletisch. Aura der Heimlichkeit. Wahrnehmung plus 3. Wahrnehmung ist immer wichtig für mich. Genau. Die kann mal weg. Du kannst den Gürtel anziehen. Und wir haben vergessen, Sagani ihre neue Rüstung anzuziehen. Ah. Egal. So, jetzt ist die Frage, lassen mich die Jungs vom eisernen, vom bleiernen Schlüssel einfach so da rein oder muss ich mich erst durchkämpfen? Oh, und ich muss nach meiner... genau. Yes? Sieht alles gut so weit aus. Mhm. Of course. Ich habe jetzt nur noch... Hä? Der Söldner beäugt dich misstrauisch, wenn du dich näherst und hält seine Waffe bereit. Was machst du hier? Du siehst nicht aus wie einer dieser Maskierten. Was geht hier vor sich? Da du es nicht weißt, gehörst du eindeutig nicht hierher. Der Wächter pfeift scharf und du hörst in der Ferne alarmierende Rufe. Oh. Hätte ich vielleicht versuchen sollen, ihn zu bestechen? Ja, ich glaube, ich besteche ihn mal. Versuch mal, ihn zu bestechen. Ich will nämlich nicht, dass der ganze Tempel mich gleich töten will. Ich würde gerne in Ruhe versuchen, mit denen zu reden. Weil wenn ich alle umbringe, dann weiß ich auch nicht weiter, wie ich meine Erweckung rückgängig machen soll. Mhm. Kupfer geben? Er kratzt seine verschwitzten Hände. Was dann geschieht, geht mich nichts an. Meine Männer werden dich in Ruhe lassen. Aber für die maskierten Gestandenen kann ich nichts versprechen. Er schnappt sich sein Geld und schaut weg. Du bist auf dich allein gestellt, verstanden? Ich habe dich nicht gesehen und ich kenne dich nicht. Hast du eine Ahnung, was hier vorgeht? Ein Ratschlag, Freund. Stell keine Fragen. Geh einfach und tu, was man dir sagt. Weißt du etwas über diesen Ort? Er schüttelt den Kopf. Soweit ich das sagen kann, befinden wir uns unter Urfeuer. Möglicherweise unter diesem zerstörten Tempel. Okay, wir können also einfach hier reingehen. Das sind alles Söldner hier. Wie groß ist denn das Gebiet? Ah, hier oben ist mal wieder ein Grafikglitch.
groß ist das Gebiet auch nicht gerade. Hm? Alles Söldner. Die Akolytin ist noch übel gelaunter als sonst. Einer ihrer maskierten Freunde hat sich wohl in der Kanalisation verirrt. Ah ja. Okay, bevor wir den Tempel weiter erkunden, gibt es erstmal wieder einen Cut. LP 010. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.